Hallo Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klassenlotto. Ja, es war ja früher, war Klassenlotto die ersten zwei Folgen, die ich hintereinander gemacht habe, war ein sehr großer Erfolg und viele haben sich neue Folgen von Klassenlotto gewünscht und endlich schaffe ich es dann auch mal, die insgesamt dritte Folge von Klassenlotto zu machen. Für alle, die nicht mit dem Konzept von Klassenlotto vertraut sind, guckt wie immer, wie bei allen Serien, die ich auf meinem Kanal führe, in die Beschreibung. Da steht immer das Konzept der Serie und von daher, ja, sollte das da klar werden. Aber bei Klassenlotto, ich kann es auch hier in diesem Video nochmal kurz ansprechen, geht es darum, dass ich mit einer zufällig generierten Klasse spiele und diese habe ich mit Hilfe einer Webseite zufällig generiert, die das zufällig generierte Waffen sowohl für Black Ops, Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 generieren kann und ich habe diese Serie halt in Black Ops gestartet und werde sie jetzt weiterführen in anderen Call of Duties und das ist halt sehr witzig so und die Klasse, die ich heute habe, ist, wie ihr jetzt auf eurem Bildschirm seht, die MK14 mit Rapid Fire und einem Granatwerfer. Das ist natürlich echt hart. Dann habe ich als zweite Primärwaffe, da ich nämlich als zweites Perk Overkill dabei habe oder wie heißt es denn im Deutschen. Weiß ich gar nicht. Overkill, glaube ich auch. Als zweite Primärwaffe habe ich die P90 mit Fokus dabei. Wie ihr hier auf eurem Screenshot seht, soll ich das eigentlich mit Schalldämpfer nehmen, aber da hat wohl der Typ, der diesen Klassengenerator programmiert hat, nicht mitgedacht. Man kann nämlich, wenn man Overkill dabei hat, bei der zweiten Primärwaffe lediglich das Proficiency, also die Fertigkeit auswählen, mehr nicht. Also einfach nur die nackte Waffe mit einer Fertigkeit und das war's dann. Dann habe ich die Splittergranate dabei. Und als Taktikgranate die EMP-Granate. Meine Perks sind Marathon Pro oder Extreme Conditioning oder Marathon Pro auf jeden Fall. Dann wie hier Overkill natürlich, wie ich schon angesprochen habe, und Steady Aim Pro. Und als Killstreaks habe ich dabei die Drohne, den Präzisionsluftschlag und die AH-6-Überwachung. Und als Deathstreak das allzeit berühmt-berüchtigte Final Stand. Ja, eine sehr witzige Klasse, die ich heute dabei habe. Ich habe mich dazu entschlossen, das Konzept von Klassenlotto leicht abzuwandeln. Und zwar insofern, dass ich jede zweite Episode statt einer zufällig generierten Klasse gemacht habe, zufällig generierten Klasse zu spielen, werde ich jede zweite Episode eine Klasse nehmen, die ihr mir in den Kommentaren vorschlagt. Und das fängt mit dieser Episode an. Das heißt, heute werde ich mit einer zufällig generierten Klasse spielen und dann könnt ihr mir unter diesem Video in die Kommentare Vorschläge schreiben, welche Klasse ich in der nächsten Episode nutzen soll. Und dann wird für die nächste Episode, also für Episode 4, dann dementsprechend per Zufall eins der Kommentare ausgewählt und dann wird halt diese Klasse entsprechend genommen. Ihr könnt mir da alles vorschlagen. Ihr könnt mir theoretisch eine komplette Klasse vorschlagen, also wirklich mit Deathstreak, Primärwaffe, Sekundär, Perks und so weiter, könnt mir eine komplette Klasse vorschlagen. Ihr könnt mir aber auch sagen, zum Beispiel, dass ich nur mit einer bestimmten Pistole spielen soll und die Perks sind egal oder so. Das ist euch wirklich frei überlassen. Auf jeden Fall, jede zweite Episode werde ich eben statt einer zufällig generierten Klasse eine Klasse aus den Kommentaren nehmen und dann danach die Episode oder dazwischen die Episoden wieder mit einer zufällig generierten Klasse. Also immer immer abwechselnd. Gut, aber genug geredet. Jetzt werde ich per Zufall noch einen Game-Modus auswählen. Ach, das klappt nicht so richtig. Egal, was machen wir denn heute dann mal für einen Game-Modus? Wie wär's mit... Nee, Hardcore ist ja billig. Hardcore ist ja zu einfach. Wir bleiben schon in der Standard-Playlist. Wir machen heute mal Team Defender. Komm. Ich habe übrigens mein Spiel auf Englisch umgestellt, wie ihr das hier schon seht, gerade auf eurem Bildschirm. Einfach, weil ich immer von finde, dass die englische Synchronisation der Spiele, gerade von Call of Duty, immer besonders fail ist. Und eigentlich in Englisch macht das eigentlich immer mehr Spaß. Und deshalb habe ich das Ganze in Englisch umgewandelt. Vielleicht werde ich dann in Zukunft, wie man es auch gerade eben schon ein bisschen gemerkt hat, Probleme damit haben, mich an die deutschen Wörter zu erinnern. Wenn ich dann irgendwelche Klassen ansage oder so. Aber ich denke,
Das ist nicht allzu schlimm. Ich muss mal gerade Kopfhörer hier an meine Boxen anschließen. Zack, so. Das hier nämlich den Gain-Sound. Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe eben noch mein Left 4 Dead 2 Let's Play aufgenommen. Einen neuen Teil davon. Und, halt gemerkt, dass man den Game-Sound, wenn ich über Boxen spiele, sehr hört. Bei den normalen Commentaries ist das kein Problem, weil ich da sowieso, wenn ich mir das Gameplay angucke, während ich kommentiere, sowieso den Sound ausmache. Aber bei Live-Commentaries und bei Let's Plays ist das immer ein Problem. Deshalb muss ich mal dazu übergehen, bei Live-Commentaries und Let's Plays an meine Boxen dann auch Kopfhörer anzuschließen, damit ihr nicht immer diesen nervigen Game-Sound im Hintergrund hört. Mann, braucht das lange zum Laden. Übrigens, das Problem mit meiner Maus hat sich nicht gelöst. Ich benutze im Moment eine relativ billige Laptop-Maus. Ich kann euch sagen, viele sind vielleicht der Meinung so, hä, ja, die Maus macht doch jetzt gar keinen großen Unterschied, wie viel DPI die hat. Aber ich kann euch sagen, diese billige Logitech Laptop-Maus, die ich hier noch irgendwie von vor 5 Jahren rumliegen habe, die... war direkt mal tuben, Alter. Boah, ich bin so pro. Ich bin so pro. Boah, ich gehe richtig ab, Alter. Das ist mein Spiel. Direkt mal. Boah. Ist der da? Ja, habe ich dich doch gesehen. Oh, Aim Fail. Puh, da hat er mich gerettet, mein Teammate. Oh. Da bin ich tot, ja. Das war klar. Egal, Hauptsache wir gewinnen das Spiel. Das wäre ganz geil. Ah, das war Fail. Das war richtig Fail. Okay, hau ich mal gerade hier UAV raus. Kommt da irgendjemand? Kommt da irgend... Da ist irgendjemand auf dem... War da. Oh nein, jetzt haben die an AH6. Das ist nicht so geil. Ihr seht schon, die MK14 mit Rapid Fire geht eigentlich richtig ab. Das ist auch wirklich eine Klasse, die ich gerne ab und zu spiele. Boah, ich gehe gerade richtig ab, Alter. Das ist ja... Hätte ich nicht gedacht. Kommt nicht oft vor bei Klassenlotto. So, mal gerade zur P90 wechseln. Hier haben wir keine Gegner. Nein! Oh, ich habe aufgehört zu schießen, weil ich dachte, er kippt um. Scheiße. Das war jetzt Fail von mir. Ich kann aus irgendeinem Grund nicht mehr mit der mittleren Maustaste Granaten werfen. Bei Battlefield 3 geht das. Aber irgendwie in Modern Warfare 3 nicht. Ja, gut, der Host. Deconnected. Was soll man da machen? Naja. Also wie gesagt, die MK14 mit Rapid Fire ist auf jeden Fall eine Klasse, die ihr mal ausprobieren solltet. Das ist so. Oh, Fail. Ich kann gar nicht umgehen mit dem Ding. Oh. Komm her. Ja. Final Stand habe ich dabei, ne? Geile Scheiße. Okay, jetzt werden die da hier ihr Glück versuchen in die Richtung. Ey, Mann! Wieso ist denn der nicht tot? 9-4, aber das geht ja eigentlich. Also auf jeden Fall mehr, als ich mit gerechnet habe bei der Klasse. Obwohl die Primärwaffe, wie gesagt, eigentlich gar nicht schlecht ist. Aber, naja. Zumindest mit der G-Taste kann ich dann schon mal Granaten werfen. Das ist ja schon mal etwas. Also ich kann irgendwie Granaten werfen, auch wenn ich es sonst mit der mittleren Maustaste mache. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ja. Ja, we're taking the lead. Hauptsache, wir gewinnen hier. Ach so, ich war auch gerade dabei zu sagen, wie ich das Problem, also mit der Laptop-Maus. Ah. Wie gesagt, ich habe jetzt eine billige Laptop-Maus, solange sich das Problem noch nicht löst. Ich werde mir wahrscheinlich zum Geburtstag eine neue Maus wünschen, eine Logitech G9, wie es aussieht. Weil die Logitech G9 ist... Komm her. Ich habe auch noch eine ruhige Hand dabei, da kann ich auch ein bisschen Hüftfeuer benutzen mit der MK14. MK14 mit ruhiger Hand ist auch eine gute Kopplung. Weil das Hüftfeuer auf dieser Waffe gar nicht schlecht ist. Martyrium, geile Scheiße. Oh Gott, keine gute Idee. Na, ah, habe ich zu spät auf dem Radar gesehen. Zack. Oh, das sind verdammt viele Leute, kann das sein? Da ist das gute Hüftfeuer, von dem ich gerade geredet habe. Und da haben wir den... Oh.
Zack. Oh, oh, oh. Schnell weg. Ah, ah. UAV Recon Standing By. Dann hauen wir das mal raus. Rausgeknüppelt, das, die Scheiße. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hab gesagt, sag mal, ist der eigentlich völlig geistig behindert? Ja, jetzt kommt er, klar. Wenn ich dann einmal vorstoß. Ah, da ist noch einer. Ah, kacke. Ich dachte, ich krieg den. War leicht, glaube ich, von mir, ich weiß. Kommt da hier? Kommt da? Oh, oh, oh. Oh, schade auch. Wenn ich den noch gekriegt hätte, ich hätte geschrien, ey. Geile Scheiße. Ja, also, mit der Laptop-Maus ist es auf jeden Fall nicht so geil wie mit der Gaming-Maus. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Die Tubes sind auf jeden Fall abgeschwächt bei Modern Warfare 3. Das haben sie ausnahmsweise mal gut gemacht in Modern Warfare 3, dass die Tubes eigentlich überhaupt nichts mehr machen. So richtig. Ja. Gucken, ob wir hier nochmal Gegner haben. Offensichtlich nicht. Ah. Nimm einer die Flagge. Wir brauchen noch irgendwo Punkte. Okay, lieber die P90 rausholen. Ja, komm, jetzt verpiss dich doch mit deinen ganzen Stunts. Das ist doch unglaublich. Jawohl, mit der Recon Drone. Spasti. Naja. Also mit der Laptop-Maus ist das wirklich nicht so geil. Im Grunde müsst ihr euch das vorstellen wie Aim auf der Konsole, nur ohne Aim Assist. Weil die DPI ist so klein auf dieser Maus, dass man im Grunde nur sehr grobe Bewegungen ausführen kann. Die DPI ist, falls ihr es nicht wisst, quasi die Genauigkeit des Lasers von der Waffe. Und... Guck mal, Direct Impact. Zack! Das ist auch noch die Killcam, wie geil. Das war jetzt echt episch. Schaut euch an. Geile Scheiße. Kaboom! Einfach, weil ich es kann. Okay, wie viel haben wir? 21 zu 13. Das ist ja eigentlich relativ geil. Kill an enemy with a rifle-mounted grenade launcher without detonation. Direct impact. Jawohl. Habe ich das auch endlich freigeschaltet. Die geile Herausforderung. Ja, also, wie gesagt, mit der Laptop-Maus zu spielen, ist, wenn man vorher nur Gaming-Mäuse gewöhnt ist, wirklich nicht... Boah, guckt euch das an. Wirklich nicht geil, weil die DPI so klein ist, dass man wirklich nur grobe Bewegungen ausführen kann und eben nicht so einen guten Aim hat. Und man muss es sich, wie gesagt, so vorstellen wie Konsolen-Aim, nur ohne Aim-Assist. So, ja, auf jeden Fall, das war jetzt die dritte Folge von Klassenlotto. Und jetzt rufe ich euch am Ende dieser Folge auch nochmal dazu auf. Bitte schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, welche Klasse ich nächste Episode benutzen werde. Dann werde ich per Zufall eins dieser Kommentare auswählen, diese Klasse dann in der nächsten benutzen. Und dann in der übernächsten wird dann wieder eine normale zufällig generierte Klasse drankommen. Gut, ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Dann, wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nein, gebt mir einen Daumen runter. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti. Schön einfach mal zwei Gegner weg konnte. Keine Ahnung, wo der zweite Gegner herkam. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen hinter dem ersten Gegner. Aber der muss schon relativ wenig Lebenspunkte gehabt haben, dass ich den einfach so nebenbei mithole. Wie auch immer. Ich will heute ein bisschen auf das Gameplay eingehen, allerdings nicht so in der Form des Gameplay-Commentaries, wo ich wirklich die Schritte erkläre, die Taktiken erkläre, die ich in dem Gameplay verfolgt habe, sondern mehr auf bestimmte vitale Punkte meiner Klasse eingehen, ein paar Elemente meiner Klasse.